Herzlich willkommen beim Fight Club, der Show, in der wir Kommentare vorstellen, die wir eigentlich schon gelöscht haben. Heute geht es vor allem um Service. Ein paar von euch sind auf Informationen gestoßen, die viele von euch noch gar nicht wissen. Zum Beispiel schreibt uns Sir Spermalot: PS4 ist scheiße und hat keine guten Games. Jeder PS4-Käufer ist automatisch intolerant, weil die Masse einen dazu zwingt. PS4ler sind unsympathische Brückenpenner. Medien an die Macht. Ihr werdet euch wundern auf der E3, ich kann genauso gestört sein wie ihr. Was man in dem Kommentar leicht überliest, ist diese statistische Erhebung, dass PS4ler unsympathische Brückenpenner sind. Und wir haben das jetzt mal für euch durchgerechnet. Bei ca. 335.000 Obdachlosen in Deutschland und 2,8 Millionen verkauften PlayStation 4 Konsolen besitzt jeder Obdachlose im Schnitt 8,3 PS4s. Wüssten viele gar nicht. The Ice Smoke Reactivated setzt da noch einen drauf, der weiß nämlich über die PS4. Achtung! Auch wenn die PS4 blau leuchtet, ist sie kein Hartz-IV-Solarium. In unserer Rubrik Komma klar zeigen wir immer die Kommentare, die vollständig ohne Satzzeichen auskommen. Und diesmal schreibt uns Cool Lauder LP: Sehr geehrte Damen und Herren von GameStar, ich bin Cool Lauder LP, ein YouTube. Ich schaue gern die Videos an und wollte fragen, ob ich von Konsoleninfo und von Dragon Age 4 früher bekommen darf, weil ich bin gerade am Let's Playern vom zweiten Dragon Age und am 1. Sept werde ich Dragon Age Inquisition und ich wollte damit einen Gefallen tun und ich würde euch weiterempfehlen. Danke, Cool Lauder LP, für das Angebot, aber die Antwort lautet leider nein. Weiterempfehlen darfst du uns aber ruhig trotzdem. Zum Abschluss noch eine wichtige Verbraucherinformation. Falls ihr euch mal gefragt habt, was ihr da eigentlich alles unterschreibt, wenn ihr so lange Euler-Listen durchscrollt, wie hier bei Dark Souls 3 und unten das Bestätigungshäkchen setzt, da weiß Horizontal Prozentual Bescheid. Er schreibt: Die sammeln da deine Kontodaten und bestellen Dildos. Das war's für diesen Monat mit dem Fight Club. Wenn ihr bei uns in den Kommentaren auf witzige Beiträge stoßt, bei YouTube, Facebook, Twitter oder im Forum, dann schickt die einfach an #FightClub und vielleicht schaffen sie es ja in die nächste Sendung. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.